Moin und herzlich willkommen zu diesem Einsteiger-Jäger-Guide, Tierherrschaftsjäger, und ich zeige dir in dem Video alles, was du so wissen musst über den Tierherrschaftsjäger in Shadowlands, welche Packwall du nehmen solltest, was für Seelenbande und Seelenbande-Traits da ganz sinnvoll sind, sowie welche Step-Priority, eine kleine Fähigkeitenerklärung und auch Rotation zeige ich dir ebenfalls. Also nach einem kurzen Intro geht's los, bleib dran! Ja, was für Vor- und was für Nachteile hat der Tierherrschaftsjäger gegenüber den anderen Spezialisierungen und anderen Klassen? Es ist so, dass der Tierherrschaftsjäger super einfach zu spielen ist und sehr, sehr anfängerfreundlich ist. Man stirbt nicht so häufig beim Leveln. Man kann ganz in Ruhe, in aller Genüsslichkeit questen, alleine vor sich hin und her spielen. Man kann natürlich aber auch in der Gruppe unterwegs sein. Man kann nämlich, während man in Gruppen-Dungeons am Spielen ist, kann man auch während der Bewegung Schaden machen. Man muss nicht stehen bleiben, man kann weiterlaufen, man kann weiter Damage austeilen. Das ist super, super toll und angenehm zu spielen. Und was ich persönlich geil finde, sind die exotischen Begleiter. Also ihr könnt euch auch wirklich exotische Tiere holen. Ich habe zum Beispiel einen Kernhund. Ich renne mit einer kleinen Kernhundefamilie rum. Mit dem Kernhund als Reittier, mit dem Kernhund als Pet, als mit dem Kernhund als Begleiter, den wir dabei haben. Das ist halt einfach Style pur und das macht richtig, richtig viel Spaß. Das entspannte Gameplay ist aber einer der am größten oder einer der größten Vorteile überhaupt oder pro Punkte für den Tierherrschaftsjäger, weil es halt einfach mega entspannt ist. Ihr könnt hinten stehen, ihr könnt draufballern, nebenbei noch eine Pizza essen, ihr müsst eure Tiere nur anpeitschen und schon macht ihr genügend Damage. Die Klasse verzeiht auch sehr, sehr viele Fehler, das ist ganz angenehm. Es gibt allerdings aber auch natürlich, selbst bei dem Tierherrschaftsjäger gibt es ein paar Nachteile. Das Blöde ist, dass die Pet-KI nicht sonderlich super klug ist. Manchmal ist die sehr langsam und dadurch verliert ihr auch ein bisschen Schaden. Das kann man umgehen, indem man mit Makros spielt, indem man versucht, eben halt seine Pets selber vielleicht auch aktiv zu steuern. Das ist auch möglich, wenn man jetzt die zu entspannte Spielweise nicht so ganz präferiert und sich da eben halt mehr auf die Pets noch mit zusätzlich konzentrieren wollen würde. Das würde auch gehen. Einer der Nachteile, wie ich finde, ist, dass der Tierherrschaftsjäger relativ niedrigen Burst hat bei Single-Target-Damage. Also bei Bossen zum Beispiel, merkt man schon, dass man ein bisschen runterfällt, dass da nicht mehr ganz so viel Wumms dahinter ist. Aber im Großen und Ganzen, der Schaden ist immer noch solide, aber es sind halt keine krassen Schadenszahlen, wo man dann da sitzt und sich denkt, boah, mega geil, der fährt voll ab, wie jetzt zum Beispiel der Schurke oder wie ein Waffenkrieger beispielsweise. Nee, das ist eher so, sind so eher die negativen Sachen, aber die positiven Sachen überwiegen auf jeden Fall. Ja, was für Talente wählen wir als Tierherrschaftsjäger, wenn wir mit unseren Bestien unterwegs sind? Es gibt im Grunde genommen eine große Skillung für alles. Das Einzige, was sich ändert, ist das Level 50er Talent. Also ob ihr nun mythische Dungeons macht oder Raids, da ändert sich nur im 50er Bereich was und in den anderen Talenten bleibt es gleich. Und zwar wähle ich als allererstes hier oben im 15er Bereich den Tierbegleiter. Der Tierbegleiter ist ein passives Talent. Das ist so, dass wir das erste Tier, was in unserem Stall drin ist, das rufen wir als zweites Tier mit hinzu. Das heißt, wir haben dann zwei Tiere, mit denen wir unterwegs sind und dieses zweite Tier kann aber nur dem Tötungsbefehl gehorchen und nichts aus seiner eigenen Pet-Familie benutzen. Das macht aber auch immer noch netten Schaden und durch diesen Tötungsbefehl, das ist ein kleiner Buff auch für den Tötungsbefehl, wird da noch mal ein bisschen rapide mehr Damage gemacht. Ihr könnt aber auch natürlich Raubtierinstinkt wählen oder Alpha-Tier, aber ich empfehle euch definitiv den Tierbegleiter zu wählen, weil der Schaden ist doch deutlich merkbar, wenn man noch ein zweites Tier mit dabei hat und das ist ganz praktisch. Blutgeruch im 25er ist so, dass wenn wir Zorn des Wildtiers aktivieren, kriegen wir nochmal zwei Aufladungen Stachelfeil. Warum das wichtig wird oder wichtig ist, werde ich in der Rotation ein bisschen oder bei den Fähigkeiten auch erläutern. Da kriegen wir im Grunde genommen zwei Aufladungen Stachelfeil gratis. Und das müssen wir sowieso benutzen. Also das ist richtig, 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 richtig stark ist das. Und Zorn des Wildtiers, wenn man das nicht verwendet, ja, das wäre Verschwendung, Bernd, für die Säule. Unsere Tiere sollen ja auch ordentlich mal ausflippen und die Gegner zerkratzen, zerbeißen oder
Was auch immer Tiere so alles machen. Im 30er-Bereich, natürliche Heilung ist einfach nochmal so ein Safe für uns. Wenn wir 30 Fokus verbrauchen, wird die Abklingzeit von Freudentaumel verringert. Das bedeutet im Grunde genommen, wir können uns häufiger selber heilen, wenn es denn nötig ist. Und auch unser Tier. Wenn wir einmal Freudentaumel benutzen, ist das Tier fast wieder voll geheilt. Und das bietet sich einfach an, zusammen mit Tier heilen. Dann habt ihr euren Begleiter, der ist richtig tanky dann und dann könnt ihr auch entspannt durch die Welt ziehen, beziehungsweise in Dungeons unterwegs sein. Beim 35er habe ich Jagdfieber genommen. Das ist so, dass wenn wir einen Stachelpfeil verwenden, haben wir nochmal eine erhöhte kritische Trefferchance für 8 Sekunden 3%. Das ist dreimal stapelbar. 9% mehr kritischer Trefferwert oder kritische Trefferchance ist richtig gut und sollte man nicht liegen lassen. Das ist skaliert einfach total gut raus, weil wenn wir den Stachelpfeil halt mindestens zweimal benutzen, dann haben wir ja schon mal 6%. Benutzen wir den nochmal, nachdem wir eben halt einmal unseren Zorn des Wildtiers angemacht haben, dann haben wir 9% schnell voll und solide Basis. Vielleicht noch eine Paktfähigkeit reinwerfen in die ganze Kiste und schon kommt da richtig Damage bei rum. Deswegen im 35er Stachelfall, also Jagdfieber. Impromptu ist ganz nett. Wir sind sowieso sehr äußerst eigentlich eine der mobilsten Klassen. Ich glaube, nur die Dämonenjäger können uns den Rang da ein bisschen ablaufen. Aber durch Impromptu einmal Rückzug benutzt, wir sind frei und von den bewegungseinschränkenden Effekten haben nochmal für 4 Sekunden 50% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, kommen schnell von A nach B und wir auch wieder genau dorthin, wo wir hinwollen, damit wir dann von der Stelle aus halt wirken können auf den Gegner. Deswegen Impromptu im 40er-Bereich. Im 45er ist es so mit dem Stampfen. Wenn wir nämlich einen Stachelfeil benutzen, stampft unser Begleiter auf den Boden, fügt allen Gegnern in der Nähe von 500 paar zerhackte da körperlichen Schaden zu. Wie ihr ja oben schon oder wie ihr vorhin schon gehört habt, es ist so, Stachelfeil verwenden wir häufiger. Wir kriegen Aufladung wieder, wir können es wieder benutzen. Wir erhöhen unseren kritischen Trefferwert damit oder unsere kritische Trefferchance. Und das ist nochmal richtig gut. Also das fällt. Geht so in diese Kategorie mit rein. Im 50er-Bereich streiten sich die Geister. Habe ich gehört. Nein, es ist so, wenn ihr jetzt im Grunde genommen mythische Dungeons machen wollt, dann benutzt Aspekt des Wildtiers. Das ist in Dungeons sehr, sehr gut, denn das erhöht den Schaden und die Heilung der Fähigkeiten unserer Begleiter um 30% und die Effektivität der passiven Begleiterfähigkeiten Durst des Raubtiers, Ausdauertraining und Wegfindung um 50%. Das ist wenn ihr als Beastmaster unterwegs seid und AOE-Damage machen wollt, das ist ein richtig guter, starker Buff im Grunde genommen für eure Begleiter. Eure Begleiter sind das so ein bisschen euer Herzstück mitunter und dadurch können wir die nochmal richtig hochbringen, gerade wenn die Flächenschaden machen, die Begleiter, und da nochmal mehr Schaden rauszukriegen, ist natürlich ideal. Solltet ihr raiden gehen, empfehle ich aber das Talent Blutvergießen. Dann wählt ihr Blutvergießen, das ist ein bisschen besser bei Single-Target-Zielen, denn der Begleiter, den wir haben, dem befehlt ihr dadurch hier, schlitzt den auf, macht den kaputt und das gibt eine blutende Wunde, die im Verlauf von also von ein paar Sekunden, von 18 Sekunden, ein bisschen Schaden zufügt, aber jeglichen und sämtlichen erlittenen Schaden erhöht. Geht aber nur auf ein Ziel, wir können es nicht irgendwie spreaden oder so, das ist leider das Problem. Deswegen fällt das aus der AOE-Schiene raus und geht mehr in die Single-Target-Schiene. Aber wenn ihr Blutvergießen in Raids benutzt, seid ihr da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ansonsten seid ihr mythisch unterwegs, Aspekt des Wildtiers, dann seid ihr da auch richtig. Der Rest bleibt gleich mit quasi Stampfen im 45er, Impromptu im 40er, 35 Jagdfieber, 30 natürliche Heilung, 25 Blutgeruch und 15 Tierbegleiter. Und dann könnt ihr alles leerräumen. Perfekt. Was gibt es bei der Paktwahl zu beachten, wenn wir ich will mal Bestienmeister sagen, wenn wir Beastmaster sind, Tierherrschaftsjäger, dann könnt ihr euch zwischen den Kyrianern und den Nachtfee entscheiden. Grundsätzlich ist die Wahl des Paktes aber natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was euch persönlich gefällt. Also wählt nicht einen Pakt aus, der euch überhaupt nicht gefällt, nur weil eine Fähigkeit da irgendwie gut wäre. Die sind alle dicht beieinander, die Pakte. Einige sind natürlich besser als andere Pakte, aber der Unterschied ist relativ gering. Das ist auch das, was diese Wahl so unglaublich schwierig macht. Ich persönlich habe mich für die Nachtfee entschieden. Es gibt aber auch die Kyrianer, wären auch eine sehr, sehr knorkige Wahl. Es ist nämlich so, dass die Kyrianer ebenfalls, genau wie die Nachtfee, sehr, sehr gut sind für Mythic Dungeons, Mythic Plus Dungeons, aber auch für Raids. Also wir können damit im Grunde genommen, egal welche Seite wir jetzt wählen,
alle Inhalte ganz gut spielen, haben da wenig Defizite, das ist ganz praktisch. Bei den Kyrianern finde ich allerdings sehr geil, dass wir nochmal die Fiole des Gleichmuts haben. Spielt beim Jäger jetzt nicht so die ultimative Rolle, aber auch das kann nochmal einen Heiltrank reinschütten, den wir extra benutzen können. Das ist eigentlich immer irgendwie cool. Häufig nutzbare Paktfähigkeit. Das ist so, wir können unsere Paktfähigkeit bei den Kyrianern häufiger verwenden. Im Grunde genommen fast von Pull zu Pull, was auch immer ganz praktisch und auch viel flüssiger ist von der Spielweise her. Wenn wir aber die Nachtfee-Fähig, also die Nachtfee, den Pakt dort wählen, dann haben wir eine Fähigkeit, die explizit auf einen Punkt mit allen Cooldowns, mit allem, was wir so haben, einfach krass ist. Also da gibt es fast nicht mehr viel Worte. Ihr macht da so viel Schaden mit, ihr könnt richtig ätzende Gruppen, können quasi richtig, richtig rotieren da. Und haut so eine Gegnergruppe im 0, nichts mit weg. Also die sterben dann richtig, richtig schnell. Kann man für blöde Gruppen in Dungeons aufbewahren oder aber man will halt schnell durch, pullt 2, 3 Gruppen, lässt sie zusammenlaufen, benutzt die Fähigkeit, knüppelt alles weg und da steht da nichts mehr, kann man weiter gehen halt. Der kleine Teleport ist nochmal ganz praktisch. Wir sind sowieso schon äußerst mobil als Hunter. Wir können die ganze Zeit Damage machen, aber wenn wir irgendwo mal raus müssen, einmal die Wulpengestalt anschmeißen bei der Nachtfee, zack, sind wir aus der Fläche raus, wieder raus aus der Wulpengestalt, können weiter Damage machen. Cool. Ja, was für Paktfähigkeiten haben wir bei den Kyrianern? Da ist es so, da können wir unseren Provosten beschwören, wir können uns von dem die Fiole des Gleichmuts holen, haben dadurch einen extra Heiltrank, der uns einmal 20% unserer Lebensenergie halt, aber eben halt auch von Flüchen entfernt, also die Flüche von uns runternimmt, Blutungseffekte und so weiter. Das ist ganz, ganz, ganz praktisch. Es ist halt nochmal ein kleiner Notnagel, den wir extra bekommen. Und aber der resonierende Pfeil. Und das finde ich ist eine ziemlich coole Fähigkeit, hat eine Minute Abklingzeit. Wir schießen so einen Pfeil an den Zielort, der fügt den Gegnern in dem Bereich so ein bisschen Schaden zu, also nicht nur ein bisschen, der fügt denen ordentlich Schaden zu. Und der füllt diesen Bereich mit dieser widerhallenden Anima. Es ist aber auch so, dass wenn wir jetzt außer Sichtlinie laufen, dann können wir trotzdem noch drauf schießen. Und das ist richtig, richtig geil. Also wir können das in geschickten Momenten genau dann einsetzen, wenn wir uns irgendwo eigentlich verstecken müssten und können trotzdem weiter Damage machen. Also das ist eine richtig, richtig, richtig coole Fähigkeit. Wenn ja, auch nach Verlassen des Bereichs widerhallende Anima kann der Jäger noch 4 Sekunden lang die Sichtlinie zum Gegner ignorieren. Das ist halt so, das ist schon ziemlich stark. Und die kritische Trefferchance wird gegen die Gegner, die da drinnen gewesen sind, eben halt auch nochmal um 30% erhöhen. Wir machen mehr Damage, das ist auch ist sehr nett. Also gerade wenn wir den Multi-Damage machen, gibt es dann nochmal 30% mehr extra Chance auf einen kritischen Treffer. Geil. Die Nachtfee, die Vulpinengestalt, also die Seelengestalt, wir können uns einmal kurz teleportieren, können das in Dungeons, sind wir dann 12 Sekunden ein Vulpin oder wir gehen davor heraus. In Ruhebereichen können wir immer als Vulpin rumlaufen, das ist ganz nett eigentlich. Und wenn wir quasi in Dungeons da einmal rausgeportet sind, können wir uns noch ein zweites Mal wieder irgendwo anders hinporten, wenn wir in dieser Gestalt drinne bleiben würden. Das ist nochmal ein bisschen Style-Faktor, das ist auch ganz cool. Die Nachtfee-Fähigkeit. Wenn ich sage, die ist krank, ja, dann ist die krank geil. Also die ist richtig, richtig gut. Die macht richtig Spaß. Im Grunde genommen, ihr packt eine Fläche auf den Boden. Diese Fläche gibt diesen Zielen, die da drin sind, ein Mal des Jägers auf den Kopf. Also so ein Mal der Nachtfee, sage ich das jetzt mal. Genau. Und egal, was ihr darauf einsetzt, die kriegen richtig Damage. Also die kriegen richtig, richtig, richtig viel Schaden. Weil jede Fähigkeit, die eben halt, die ihr Schaden auf den Gegner macht, die dieses Mal drauf haben, kriegen die nochmal extra einen reingewirkt. Mit den richtigen Cooldowns gemeinsam gekoppelt, gezündet, macht das irre Schaden. Und das ist eine sehr, sehr starke Flächen. Also ein sehr, sehr starker Flächenangriff. Ich glaube, also gefühlt von dem, was ich selber jetzt auch so gespielt habe und auch schon an Klassen durch habe, das ist eine der allergeilsten Fähigkeiten überhaupt. Also das ist auch der Hauptgrund, warum ich die Nachtfee gewählt habe. Wenn wir jetzt unsere Paktwahl getroffen haben und wir sind bei den Kyrianern gelandet, empfehle ich euch auf jeden Fall Pelagos.
Pellkartoffel. Auf jeden Fall, die Kampfmeditation hat er mit dabei, dass wenn wir unsere Klassenfähigkeit mit benutzen, dann erhöht das unsere Meisterschaft für 10 Sekunden um 350 Punkte. Das ist sehr viel. Das skaliert dann auch einmal sehr, sehr gut hoch. Wir benutzen die relativ häufig, relativ oft. Können wir gut mitnehmen, auch wenn es jetzt nicht der beste Sekundärstat ist, aber trotzdem haut das nochmal ordentlich Damage raus. Die Vergangenheit loslassen reduziert unseren erlittenen magischen Schaden um bis zu 3%. Das ist auch nochmal ganz nett, das nebenbei mitzunehmen. Sollten wir jetzt bei den Nachtfee gelandet sein, empfehle ich euch auf jeden Fall Nia mit Heilkräftigung und Nias Werkzeuge Gift. Das ist nämlich so, auch als Beastmaster müssen wir unterbrechen. Wir haben auch mehr als eine Unterbrechart. Wir können nämlich einmal den Gegner stunnen und wir können den Gegner mit einem Schuss unterbrechen. Und dadurch haben wir zwei Sachen, die wir verwenden können, um dieses von Nia die Werkzeuge Gift nochmal wieder auslösen zu lassen. Und das ist der Clou bei der ganzen Geschichte. Wenn wir das einmal benutzen, also einmal etwas unterbrechen, dann kriegt dieses Ziel diesen Gift-Debuff. Und wenn wir es dann nochmal benutzen, gibt es ordentlich Schaden. Heilkräftigung ist bei ihr auch ganz praktisch, dadurch, dass wenn wir Schaden verursachen oder Heilung bekommen, kriegen wir so eine kleine Chance auf einen umgeleiteten Stapel Anima. Und das erhöht halt für 30 Sekunden unsere gesamte Gesundheit und die Meisterschaft um 25. Wenn wir die Nachtfee-Fähigkeit aktivieren, kriegen wir 8 Stapel von umgeleiteter Anima. Das ist auch nochmal ein Buff im Grunde genommen von 200 Meisterschaft, die wir da erhalten. Und das sollte man nicht liegen lassen. Wir benutzen unsere Klassenfähigkeit gerade bei großem Puls dann explizit genau dort mit anderen Sachen in Kombination und teilen dadurch sowieso schon sehr viel Schaden aus. Und durch die Meisterschaft werden wir dann halt nochmal ein bisschen zusätzlich gestärkt. Was für Seelenbande-Traits sollte man nehmen, wenn man jetzt als ja, Beastmaster unterwegs ist? Da gibt es im Grunde genommen mehrere, die ihr euch auswählen könnt. Es gibt auch drei verschiedene Kategorien. Und zwar einmal gibt es Potenzmedium, Widerstandsmedium und Finesse-Medium. Wenn ihr, manchmal habt ihr einen Slot von einer Art, manchmal aber auch zwei. Das ist je nachdem, wie ihr in eurem Weg bei der Seelenbande durchlauft. Wenn ihr einen Slot habt, solltet ihr immer, müsst ihr euch entscheiden zwischen einer dieser Fertigfähigkeiten, die ihr da einsetzen könnt. Ansonsten gibt es die Wahl. Eben halt, dass ihr beide einsetzt, ne? Das ist ja ganz easy dann. Also, Aderlass kann ich auf jeden Fall empfehlen, denn die Aufladezeit von Stachelfeil wird verringert für eine Sekunde und der Schaden der Fähigkeit wird um 5% erhöht. Ihr habt ja vorhin bei den Talenten schon gemerkt, es geht ein bisschen in diese Richtung, denn Stachelfeil brauchen wir, können wir häufiger benutzen und es macht mehr Schaden, geil. Eins mit dem Wildtier wäre eine andere Variante, dann wenn wir Zorn des Wildtiers benutzen, dann ist es so, das erhöht sämtlichen Schaden, den wir oder den unser Begleiter verursacht, nochmal zusätzlich um 1%. Ja, es ist jetzt nicht so dicke, das andere ist ein bisschen besser. Also ich würde eher Aderlass verwenden. Wenn wir zu dem Widerstandsmedium kommen, ist es so, Unverwüstlichkeit des Jägers, wenn wir uns da einmal totstellen. Also, wenn wir stellen uns tot, stehen sofort natürlich wieder auf, wir bleiben dann nicht 6 Minuten lang liegen, dann erleiden wir 3% weniger Schaden für 8 Sekunden. Das ist ganz nett. Ist nochmal ein kleiner Tropfen auf dem entfleuchenden Stein. Der Vorteil des Scharfschützen ist so, das ist eine Fähigkeit, die aus eurem nutzlosen Mal des Jägers, naja, ganz nutzlos ist es nicht, aber das ist die einzige Möglichkeit, damit es nochmal einen zusätzlichen praktischen Nutzen bekommt. Denn wenn wir mal des Jägers auf einen Boss zum Beispiel casten, verursacht der 3% weniger Schaden an uns. Per se ist es so, das Mal des Jägers macht gar nichts, außer die Ziele zu markieren, so dass die auch, wenn die verstohlen sind, dann sehen wir sie trotzdem noch. Das ist aber eher mehr im Bereich PvP anzusiedeln. Im PvE ist es unerheblich. Dann nur dadurch, durch den Vorteil des Scharfschützen, kriegen wir eine Möglichkeit, wie wir aus dem nutzlosen Mal des Jägers im Grunde genommen noch eine praktische Fähigkeit machen, um die zu benutzen. Wendung des Schicksals im Finesse-Medium ist so, dass wenn wir einen Gegner unterbrechen, dann erhalten wir 5 Fokus. Das ist ganz nett. 5 Fokus ist nicht viel, aber ja, haben, das ist schön, wenn man die mitnehmen kann, ja. Lebenskraft des Geparden ist die andere Variante. Wenn wir den Aspekt des Geparden benutzen, ist es so, dass die Dauer der sekundären Bewegungsgeschwindigkeit von diesem Aspekt nochmal von 3 Sekunden erhöht wird. Also wir sind dann immer noch ein bisschen länger schnell unterwegs, haben auch eine verringerte Abklingzeit um 16 Sekunden. Das ist auch ganz cool.
Ja, was für Legendaries verwenden wir als Beastmaster Hunter? Da gibt es zwei. Das ist ein bisschen ein kleines Thema, was bei mir persönlich irgendwie auch ein bisschen Bauchschmerzen verursacht. Nicht, weil das ein schlechtes Legendary ist, die Erinnerung an die Schmiedeglut, sondern es ist ein extrem gutes Legendary, aber nicht so einfach zu benutzen. Wenn man es falsch benutzt, verliert man definitiv Damage. Im Gegensatz zu den Fängen des Rylak-Jägers. Fangen wir mal oben an. Die Erinnerung der Schmiedeglut. Craftet euch das Ding auf die Schultern. Ist gut für Raids und Mythics, für jeglichen Content, den ihr bestreitet in WoW. Tempo, kritischer Trefferwert drauf und schon seid ihr good to go. Es gibt mehrere Makros, die so auch im Netz kursieren. Ich habe auch schon mehrere Makros mal durchgetestet. Ich persönlich bevorzuge die Variante, dass quasi die Zauber zu benutzen, indem ich meinen Mauszeiger daran koppel. Und das sind die beiden Makros, die ihr dort unten seht. Also ich kann die Fähigkeiten immer noch separat voneinander benutzen. Ich bin frei in der Entscheidung, wann ich das Leuchtfeuer zünde und wann die Teerfalle. Denn so kann ich das auch schnell machen. Ich brauche ja nur zweimal drücken auf meine Tasten und schon ist alles gut. Wie funktionieren die Makros? Das erkläre ich euch hier an der Stelle auch nochmal. Was das Makro 1 und das Makro 2 macht, der ist relativ simpel eigentlich. Der Show-Tooltip bedeutet, dass der Tooltip von der Teerfalle angezeigt wird. Das heißt, ihr könnt eure normale Teerfalle da rausschmeißen. Cast at Cursor sagt, castet das genau dahin, wo mein Mauszeiger gerade ist. Ihr müsst, wenn ihr diesen Knopf drückt, da wo der Mauszeiger ist, da wird es hingecastet. Dasselbe gilt auch fürs Leuchtfeuer im Makro 2. Cast at Cursor, das funktioniert auch mit vielen anderen Fähigkeiten, sei es jetzt beim Todesritter oder ein Jump vom Krieger geht auch, wenn ihr den Jump vom Krieger heldenhafter Sprung, Cast at Cursor heldenhafter Sprung ist, müssen die deutschen Bezeichnungen sein, wenn ihr mit dem deutschen Client spielt. Dann habt ihr da zwei praktische Makros, mit denen ihr also das Legendary, die Erinnerung an die Schmiedeglut gut benutzen könnt. Ist ein bisschen übungsbedürftig. Man muss das einfach ein paar Mal ausgetestet haben, aber wenn man dann den Dreh raus hat, dann macht es ordentlich Damage. Wollt ihr jetzt etwas sorgloser spielen? Das ist auch ein bisschen einfacher zu spielen. Nehmt euch die Erinnerung an die Fänge des Rylak-Jägers, craftet euch das auf die Füße. Raids, mythische Dungeons könnt ihr damit auch einwandfrei bestreiten. Tempo, kritischer Trefferwert wieder drauf. Und es ist halt einfach ein bisschen leichter zu spielen. Denn wir benutzen Zorn des Wildtiers sowieso ständig die ganze Zeit. Unsere Tiere sind unsere Lebensversicherung bzw. unsere Damage-Versicherung und dadurch macht der kritische Schaden unserer Begleiter nochmal extra mehr Damage. Bei der Schmiedeglut ist es so, wir müssen eben halt das Leuchtfeuer in die Teerfalle reinschießen, damit eben halt das in Flammen aufgeht und bis zu fünf Gegner dann im Verlauf von ein paar Sekunden Feuerschaden erleiden. Das kann viel sein. Das ist auch gar nicht wenig und es ist auch sehr, sehr stark, weil ihr es auch relativ häufig benutzen könnt, aber nicht ganz einfach zu spielen. Also da müsst ihr für euch selber dann entscheiden, okay, ich nehme das eine oder das andere, aber primär kommt man eher an die Fänge des Rylak-Jägers, geht das auch. Das ist halt ein Passiv, was im Hinten dran immer mitläuft und immer aktiv ist irgendwie, wenn ihr halt euren Zorn des Wildtiers benutzt. Ja, welche Stat Priority brauchen wir, wenn wir als Beastmaster Hunter unterwegs sind oder Tierherrschaftsjäger? Da solltet ihr als allererstes mal eure Beweglichkeit steigern. Solltet ihr eine gute Waffe bekommen, die gute Waffe so hoch wie nur möglich am Item-Level, denn wir brauchen auf jeden Fall viel Waffenschaden auf unserem Bogen drauf. Und durch die Beweglichkeit machen wir natürlich auch mehr Schaden. Das ist ein Primärstat, den kriegen wir automatisch mit steigendem Item-Level, der wird dann größer. Bei den Sekundärstats ist es allerdings so, fokussiert euch zuallererst einmal auf Tempo und kritischem Trefferwert, danach erst Vielseitigkeit und Meisterschaft. Wenn wir ganz viele Punkte Tempo haben, würden die Punkte Tempo, die wir erhalten und die wir mehr bekommen würden, würden ja ein bisschen weniger wert sein ab einem bestimmten Punkt. Da würde ich euch empfehlen, simuliert ab einem, ja sag ich mal, wenn man normal raiden geht und wenn man mythische Dungeons schon macht, einfache, kleinere, niedrigere Schlüsselsteine, dann solltet ihr auf jeden Fall neu erhaltene Ausrüstungsteile mit dem vergleichen, was ihr sowieso schon anhabt. Dann könnt ihr immer genau sagen, durch Simulation, alles klar, hey, das ist jetzt wirklich besser als das, was ich vorher hatte. Oder nee, das neue Teil ist dann doch nicht so gut wie erhofft, sogar um einiges schlechter. Dann wisst ihr da immer genau, ob ihr da auch den richtigen Weg geht. Grundsätzlich, wie gesagt, am Anfang Tempo, kritischer Trefferwert, Vielseitigkeit, Meisterschaft, dann seid ihr da einfach auch auf einem guten Weg.
Ja, was für Verzauberungen kommen jetzt auf unsere Waffe oder kommt auf unsere Waffe beziehungsweise auf die Ringe, auf den Umhang und so weiter? Was kann man da alles nehmen? Auf die Waffe solltet ihr ein infragrünes Reflexzielfernrohr packen, denn das ist so, dass das unser Tempo für 12 Sekunden um 303 Punkte erhöhen kann, gelegentlich. Das macht sehr viel Aua und ist sehr, sehr praktisch. Also das macht schon, ist ein guter Damage-Schub, den wir da bekommen. Und wenn ihr das macht, dann wird aber auch die Waffe seelengebunden. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher wissen. Also falls ihr jemandem eine Freude macht, hey, ich habe da eine Waffe mit dem Ziffernrohr. Ach, scheiße, seelengebunden. Das geht nicht. Auf die Ringe kommt Leere des Tempos, damit wir unseren Tempowert erhöhen. Und der Tempowert ist ja nun mal das, was wir auch brauchen. Deswegen können wir da 32 Punkte mehr rausziehen, wenn wir zwei Ringe miteinander verzaubern. Also wenn wir die Ringe mit der Leere des Tempos verzaubern, dann sind wir da gut unterwegs. Verstärkte Vermeidung auf den Umhang. Das ist so, wir kriegen mehr Ausdauer und haben ein bisschen mehr Vermeidung, können da ein bisschen mehr aushalten auch. Und das ist ganz praktisch. Als Jäger solltet ihr auf jeden Fall auf eure Stiefel die ewige Beweglichkeit raufzaubern, denn dadurch erhöhen wir unser Main-Stat nochmal um 15 Punkte, kriegen ein bisschen mehr raus, können ein bisschen mehr Schaden machen. Ziemlich nett. Ewiges Geplänkel würde ich auf die Brust Verzauberung raufpacken oder auf die Brust verzaubern, denn es ist so, dass wir dadurch 20 Be Punkte Beweglichkeit bekommen und wir haben dann, dass unsere automatischen Angriffe und Schüsse nochmal Schattenschaden verursachen können. Und das ist ganz praktisch eigentlich. Extra Damage, den wir mitnehmen sollten. Wir machen hier sowieso die ganze Zeit Schaden irgendwo drauf. Cool. Der Sockelstein ist ein Spiegel in der Juwelenverbund. Solltet ihr einen Sockel haben in eurer Rüstung, packt ruhig so einen Spiegel in den Juwelenverbund da rein. Besser nutzen, als das nachher ungenutzt zu lassen. Und dann seid ihr eigentlich auch gut verzaubert und könnt euch in die nächsten Dungeons wagen. Welches Barfood empfiehlt sich beim Tierherrschaftsjäger? Da gibt es auch wieder verschiedene Sachen. Und zwar, es gibt zwei Arten von Fläschchen, ein Spektralfläschchen der Macht und das der Ausdauer. Benutzt auf jeden Fall das der Macht, wenn ihr in höheren Inhalten unterwegs seid. Solltet ihr raiden gehen, ewiges Fläschchen aus dem Schlachtzugskessel rausnehmen, trinken eine Stunde, dann noch ein weiteres rausnehmen, dann habt ihr noch ein zweites Safe für die nächste Stunde. Seid da eigentlich auch ganz gut unterwegs, denn so ein Fläschchen hält immer nur eine Stunde. Wir erhöhen dadurch unseren Wert um, ja, unseren Primärwert um 70 Punkte, sind dann ganz gut unterwegs. Trank der Spektralbeweglichkeit, den solltet ihr einsetzen, wenn ihr in Heldentumphasen reingeht oder wenn ihr euren AOE benutzt von der Nachtfee beispielsweise. Diese Paktfähigkeit, dann könnt ihr da noch mal richtig viel mehr Damage rausrollen. Das ist ein bisschen fast abstrus, aber das geht richtig, richtig gut. Ihr habt 5 Minuten Abklingzeit. Man sollte sich natürlich überlegen, wann man das benutzt, aber das passt ganz knorke. Die verschleierte Verstärkungsrune momentan noch sehr teuer. Benutzt die, wenn sie günstiger wird oder wenn ihr welche über habt. Aber meistens werden oder die meisten Spieler werden es ja verkaufen, wenn man die über hat. Braucht man im Grunde genommen eigentlich nur, wenn man wirklich hart das letzte Maximum rausholen möchte. Gibt nochmal 18 Punkte mehr Beweglichkeit, ist ganz cool. Aber momentan, wie gesagt, noch viel zu teuer. Später im Addon sieht es bestimmt schon anders aus, dann sind die nicht mehr so teuer. Denn wenn ihr Barfood benutzen wollt, und das solltet ihr auch, denn ich sehe ganz häufig immer, dass kein Barfood verwendet wird, wir kriegen 30 Punkte mehr Tempo. Ja, 30 Punkte mehr macht auf jeden Fall mehr Damage als keine 30 Punkte Tempo mehr. Und deswegen immer was essen, lässt sich leicht herstellen, immer mit verwenden. Eigentlich sollte keine Gelegenheit geben, wo ihr das nicht benutzt. Vielleicht, wenn ihr in Sturmwind rumsteht oder im Oreo-Keks, sage ich immer, dann Oriboss meine ich, dann benutzt ihr sowas natürlich nicht, aber in Dungeons und in Raids sollte das auf jeden Fall mitgehen. Wenn ihr in Raids einen Tisch gestellt bekommt, dann habt ihr natürlich das Glück und könnt halt von dem Tisch essen. Das ist da dem auch zu bevorzugen, aber solltet ihr so unterwegs sein, schattenhafter Kronbraten in Aspik schmeckt bestimmt ganz lecker. Schattenkernöl auf den Bogen drauf. Funktioniert ganz gut. Ja, wir haben dann nochmal eine zusätzliche Chance, Schattenschaden zu verursachen. Das ist ganz cool, sollten wir auch mit dabei haben. Und das lässt sich wirklich leicht herstellen. Also das bufft uns schon nochmal enorm. Die 220 Gratis-Schaden kann man ja gut mitnehmen. Bei den Jägern ist es so, da haben wir nun auch Jägerbegleiter. Da mir auch ein, zwei Mal schon diese Frage gestellt worden ist, welches Pet man denn nun am besten nimmt. Die Pets haben im Grunde genommen alle, es gibt kein Pet, was jetzt mehr Schaden macht als ein anderes Pet. Die haben nämlich jetzt im Grunde genommen alle den gleichen Basisschaden, die Pets.
aber drei verschiedene Spezialisierungen, die für verschiedene Möglichkeiten und Arten von Content-Bestreitung da gedacht sind. Wenn wir nämlich, also man teilt die auch ein in Gerissenheit, Hartnäckigkeit und die Wildheit. Und wenn ihr jetzt unterwegs seid, wenn ihr ein Gerissenheitspad habt, dann habt ihr die Fähigkeit Ruf des Meisters und das entfernt sämtliche bewegungseinschränkende Effekte von euch und eben halt gewährt euch ein bisschen Immunität dagegen. Es wäre Einsatzgebiet, wäre es fürs PvP ganz cool. Die passive Fähigkeit, die ihr dann davon oder wovon ihr profitiert, ist ganz einfach, dass eure Bewegungsgeschwindigkeit und die eures Begleiters um 8% erhöht wird. Wollt ihr jetzt aber ein Hartnäckigkeitspad haben, dann empfiehlt sich eben halt, ja, die Hartnäckigkeit auszuwählen und Überleben des Stärkeren habt ihr dann als Fähigkeit sowie Ausdauertraining als passive Fähigkeit. Das Ausdauertraining erhöht eure maximale Gesundheit und die eures Tieres um 5%. Es wird etwas tankier, es hält mehr aus und es überlebt länger. Ihr haltet mehr aus, ihr überlebt länger und dann habt ihr im Grunde genommen einen soliden Tank mit dabei. Der Vorteil ist, wenn wir ein Hartnäckigkeitspad haben, wenn wir Überleben des Stärkeren benutzen, dann haben wir nochmal für 6 Sekunden lang ein bisschen verringerten Schaden, um 20% weniger Schaden. Das ist ganz cool. Was aber für mich, und so laufe ich meistens auch als Jäger herum, am allerpraktischsten ist, gerade wenn man jetzt keinen Schamanen oder keinen Magier mit in der Gruppe hat, mit einem Wildheitspad rumzulaufen. Denn da kriegen wir urtümliche Wut und die urtümliche Wut erhöht, das ist im Grunde genommen so ein kleines Heldentum, so ein kleiner Kampfrausch, erhöht für 40 Sekunden das Tempo aller Gruppenmitglieder um 30% und ja, man wird dann halt quasi gesättigt und kann das für 10 Minuten nicht wieder benutzen. Auch die anderen Effekte. Also man kann das nicht kombinieren mit jetzt dem Schamanenheldentum oder mit der Magier-Zeitkrümmung. Das geht nicht. Ihr seid im Grunde, das ist im Grunde genommen ein kleiner Notnagel, den ja alle paar. Es hat 6 Minuten Abklingzeit, aber ihr habt ja eh in 10 Minuten ja Cooldown drauf, solltet ihr das einmal benutzt haben. Das ist aber auch so, wenn ihr mal einen dicken Elite-Gegner in der Welt kaputt machen wollt, das ist auch sehr, sehr praktisch, wenn man das dann mit dabei hat. Kann man gut einsetzen. Durst des Raubtiers ist sehr, sehr stark, weil der Begleiter und ihr habt Lebensraub dadurch oder kriegt relativ guten Lebensraub, 10% mehr als sonst und dadurch können wir uns auch selber wieder ein bisschen hochbringen vom Leben her und das Tier auf jeden Fall auch. Das kriegt zwar Schaden rein, aber der wird halt wieder, ja, durch den Lebensraub wieder ausgeglichen im Grunde genommen. Ja, was für Fähigkeiten hat der Beastmaster, der Tierherrschaftsjäger? Da gehe ich jetzt mal ein bisschen näher drauf ein. Und zwar ist es so, dass ihr den Aspekt der Wildnis auf jeden Fall auf Cooldown halten solltet, denn das ist ein sehr, sehr starker ja, Buff-Spell, den wir haben, den wir auf uns selber anwenden. Sollte man immer aktiv halten, sobald es möglich ist. Wenn wir Stachelfeil benutzen, dann aktivieren wir bei unserem Begleiter den Fressrausch. Das ist auch sehr wichtig, sollte nach Möglichkeit auch immer aktiv sein, so dass man seine Aufladung immer nicht alles sofort verbraucht, nur in bestimmten Situationen, aber dass der immer seinen Buff hat mit dem Fressrausch und noch ein bisschen mehr Schaden macht, der Begleiter, das ist ganz cool. Tödlicher Schuss, immer wenn das Ziel unter 20% Leben hat, denn das ist so unser sogenannter Execute, damit können wir noch mal ein bisschen mehr Damage machen. Immer wieder verwenden, sobald es ready ist, wenn der Gegner unter 20% hat. Wenn wir jetzt das Zorn des Wildtiers benutzen wollen, das sollte auch auf Cooldown gehalten werden, solltet ihr vorher alle Aufladungen von Stachelfeil benutzen. Das ist nämlich dieser spezielle Fall. Erst Stachelfeil leer machen, Zorn des Wildtiers aktivieren und dann habt ihr wieder 2 Aufladungen Stachelfeil, weil wir die gratis dazu bekommen. Tötungsbefehl muss auch auf Cooldown genutzt werden, ist mit einer der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. Immer Tötungsbefehl, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl und wieder Tötungsbefehl. Kobraschuss, wenn man viel Fokus hat, dann kann man auch mal einen Kobraschuss mit benutzen zwischendrin. Das funktioniert auch ganz gut. Und dann komme ich jetzt zu ein paar Fähigkeiten, die, das fällt mir immer ganz, ganz häufig auf. Leider wird das fast nie benutzt in Dungeons und das ist suboptimal. Und zwar ist es so, das Leuchtfeuer, das beste Beispiel ist der Dungeon Seuchensturz. Seuchensturz hat beim vorletzten Boss so Flächen, die aufgedeckt werden müssen. Da ein Leuchtfeuer reinschießen, perfekt. Dann entdeckt ihr nämlich die Assassinen, die da drinnen sind und
dann kriegt die Gruppe weniger Schaden, die Assassinen können kaputt gemacht werden. Das wäre so ein Anwendungsgebiet von Leuchtfeuer. Also unterschätzt Leuchtfeuer bitte nicht. Mal des Jägers hat eben halt außer zu markieren keinen Nutzen. Ich habe schon so ein, zwei Kommentare in den anderen Videos mal gehabt, wo ich denn gefragt worden bin, warum ist das Mal des Jägers denn nicht mit dabei? Und Mal des Jägers bringt euch außer zum Markieren von Zielen eigentlich nichts. Es sei denn, ihr habt das richtige Seelenbande-Trait reingesetzt, dann kriegt ihr weniger Schaden von dem einen Ziel, was ihr markiert habt, ja. Aber ansonsten, no use, braucht ihr nicht. Gegenschuss ist sehr wichtig, ist unser Unterbrecher. Bitte verwendet den in Dungeons. Wenn ihr seht, da kommt eine blöde Fähigkeit durch, dann solltet ihr das auf jeden Fall benutzen. Das schadet ja nicht, das kostet euch auch nicht wirklich viel Damage. Aber reinknüppeln das Ganze. Und eure Tiere können den Gegner auch einschüchtern. Das ist so eine kleine Art Mini-Betäuber. Auch da kann man sehr nervige Gegner aus den Gegnergruppen ein bisschen kurz ja, aufhalten, damit die eure Gruppe nicht auseinandernehmen und ihr halt einfach länger am Leben bleibt, euch mehr auf Damage konzentrieren könnt. Deswegen verwendet auch Einschüchterung. Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist einlullender Schuss. Es gibt Gegner oder Bossgegner, wenn die auf den Tank einprügeln und wütend sind, machen die viel, viel mehr Schaden. Und da scheitert es auch an ganz viel oder bei ganz vielen Random-Gruppen, dass der einlullende Schuss nicht benutzt wird. Man könnte so viel Mana sparen als Heiler und der Tank hätte so viel weniger Probleme, wenn man diesen einlullenden Schuss benutzen würde. Dasselbe ein Beispiel wäre beim, jetzt muss ich überlegen, beim zweiten, ja genau, beim zweiten Boss in der Instanz bei der nekrotischen Schneise. In der nekrotischen Schneise gibt es diesen komischen zweiköpfigen Drachen, na, bevor ihr einmal hochgeht zu Dr. Fleischius. Bei dem ist es so, wenn ihr dort den einlullenden Schuss benutzt, dann funktioniert das einfach viel, viel einfacher, ja. Dann ist der Kampf wesentlich besser, der Tank ist nicht am Struggeln, der Heiler nicht. Wo kann man das noch benutzen? Der einlullende Schuss ist bei den Bären. Wenn ihr in die Hallen der Sühne geht, da habt ihr Bären, die größer werden. Wenn ihr den einlullenden Schuss benutzt, dann sind die mal groß gewesen, machen auch kaum noch Schaden, lassen eure Gruppe in Ruhe. Super klasse. Wenn ihr könnt, Packfähigkeiten natürlich auch noch mit benutzen, denn die Packfähigkeiten sollten aber so benutzt werden, dass es smart ist und Sinn ergibt. Also wenn ihr jetzt nur drei Gegner habt, die ihr sowieso innerhalb von 10, 15 Sekunden besiegt habt, benutzt nicht eure Packfähigkeit. Benutzt sie lieber da, blöde Gruppen, wo die blöden Gruppen sind. Bei den Kyrianern ist es weniger schlimm, weil das hat nur eine Minute Aufladezeit, aber bei den Nachtfee ist es blöd. Einmal falsch gesetzt, 2 Minuten verschwendet, wir müssen warten, bis die Fähigkeit wieder ready ist. Deswegen sollte man da vorher sich überlegen, okay, ist es das jetzt wert? Brauche ich da den Damage? Ja, zack, Packfähigkeit aktiviert und dann gib ihm. Ansonsten eben halt nicht. Die Rotation beim Beastmaster, beim Tierherrschaftsjäger ist relativ simpel. Da muss man eigentlich im Grunde genommen wenige Dinge mit beachten, aber ich will jetzt nicht sagen, die haben das in sich. Nein, haben sie nicht. Das geht schon ganz gut. Ich fange einfach mal an. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist den Aspekt der Wildnis, den auf Cooldown halten. Der ist hier. Das ist dieses Blatt. Und das benutze ich halt immer so häufig, wie es nur geht. Und immer wenn es ready ist halt. Ne? Immer dann, wenn natürlich der letzte Gegner jetzt gerade stirbt, dann benutze ich es bei der nächsten Gegnergruppe. Aber ich glaube, ihr wisst genau, wie ich das meine. Ganz wichtig ist, dass wir mit dem Stachelfeil bei unserem Begleiter Fressrausch aktivieren. Das mache ich jetzt mal. Zack. Das taucht hier nicht mit auf. Das ist dieser kleine Cooldown, der hier unten in der Ecke läuft, neben der Kamera. Jetzt ist es nämlich ausgelaufen, weil der Stachelfeil ist ausgelaufen. Dann hauen wir einen zweiten Stachelfeil drauf und dann hat unser Begleiter auch wieder den Fressrausch. Wenn ich jetzt mal meinen Begleiter aktiviere, fällt es raus. Wir machen das nochmal. Jetzt muss ich erstmal was anschießen da. So, zack. Und dann nehmen wir unseren Begleiter. Und dann hat er quasi ja Raserei im Grunde genommen. Also Raserei Schrägstrich Fressrausch. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass das immer mit aktiv ist. Deswegen benutzt den Stachelfeil regelmäßig. Wenn ihr Zorn des Wildtiers benutzt, benutzt alle Aufladungen von Stachelfeil und benutzt die so, dass sie komplett weg sind. Ihr seht, jetzt habe ich 11 Sekunden. Ich benutze Zorn des Raubtiers, habe wieder zwei volle Aufladungen Stachelfeil und kann das dann wieder weiter mit verwenden. Was noch wichtig ist, Tötungsbefehl immer auf Cooldown halten. Sobald ihr könnt, haltet das definitiv mit auf Cooldown. Und was ihr nicht machen müsst, ist ja, Multischuss, Mehrfachschuss spammen. Man muss das nur einmal machen. Man braucht
Ich mache das nochmal. Dadurch kriegen wir Raubtierhiebe. Das ist jetzt auf AOE gemünzt oder AOE geschneidert. Da ist immer wichtig, einmal den Mehrfachschuss benutzen. Dann gibt es Raubtierhiebe. Die Raubtierhiebe bewirken, dass euer Tier auch alle 5 Gegner vor sich trifft und nicht nur einen Gegner. Damit werden wir unser Tier ermächtigen, halt Flächenschaden auszuteilen. So, das ist im Grunde genommen eigentlich fast das große, riesengroße Geheimnis. Ihr müsst gucken, Stachelfeuer aktiv zu halten. Mehrere Gegner da. Jo, ich benutze jetzt hier meinen Mehrfachschuss. Haltet euren Aspekt der Wildnis, dann den Stachelfeil leer machen. Im Grunde genommen, dann haltet ihr euren Tötungsbefehl auf Cooldown. Dann benutzt ihr wieder den Stachelfeil. Ihr könnt euch wieder ermächtigen. Ihr habt zwischendrin auch mal einen Kobra-Schuss, den ihr machen könnt. Denn wenn ihr das benutzt, verringert das die Abklingzeit von Tötungsbefehl. Seht ihr jetzt 6 Sekunden. Jetzt benutze ich das. Und schon kann ich den Tötungsbefehl wieder benutzen. Ich habe wieder 2 Stapel von meinem Stachelfeil. Kann dann wieder weiter reinknüppeln. Knüppel noch rein. Hab keinen Cooldown mehr auf Tötungsbefehl. Stachelfeil benutzen. Und dann immer so weiter mit dem Cobra-Schuss. Dann kann ich wieder Tötungsbefehl verwenden. Dann haue ich wieder meinen Stachelfeil raus. Ermächtige meine Tiere, weil es sind gerade 2 Gegner dazugekommen. Und knüppel dann immer, immer weiter. Ihr habt dann irgendwann nachher das Problem, dass ihr nicht so viel Fokus habt. Also ihr müsst gucken, dass ihr so quasi den richtigen Moment findet, wo ihr das benutzt, dass ihr nicht out of focus lauft. Ihr kriegt eure Fokusregeneration auch über eure Begleiter. Und dadurch kriegt ihr dann immer wieder was. Wieder was Neues. Es ist immer blöd, wenn man viele Fähigkeiten schnell hintereinander benutzt und keinen Fokus mehr hat, dann lauft ihr da so ein bisschen ins Leere. So, jetzt habe ich sie wieder leer gemacht. Jetzt habe ich wieder 2 Aufladungen, Stachelfeil, ihr knüppelt rein. Ihr könnt eure Paktfähigkeit auch nochmal mit reinschmeißen. Dann Stachelfeil aktivieren, Multishot drauf. Dann haut ihr nochmal einen Einzelschuss drauf. Ihr knüppelt dann euren Tötungsbefehl wieder rein. Wenn ihr seht, jetzt mache ich, genau, jetzt hat das geklappt. Multishot wieder. Dann eine Kobra-Schuss, jetzt kann ich Tötungsbefehl wieder benutzen und die kriegen alle Schaden, weil mein Tier quasi, wenn das dann ermächtigt ist, haut es dann auch nochmal für alle einmal Schaden damit rein. Das ist im Großen und Ganzen eigentlich eine relativ einfach zu spielende Rotation. Ihr solltet gucken, wenn ihr nach Möglichkeit mit eurer Pet-DPS unzufrieden seid, dann kann man die auch ein bisschen mehr steuern. Man kann nämlich den Biss, weil ich ja jetzt einen Wolf habe, kann man den Biss quasi so sagen. Jetzt musst du zubeißen, jetzt musst du zubeißen, dann kann man das da noch mit reinnehmen. Das ist ein bisschen aktiver und auch schneller als die Blizzard-KI das so hergibt. Dann holt ihr noch ein kleines bisschen mehr extra Damage raus. Und genau, das sind so die Sachen. Was noch ganz wichtig ist, wenn ihr in Pull reingeht oder wenn ihr gerade anfangt, eine Gegnergruppe anzugreifen, finde ich immer sehr, sehr praktisch, einmal Irreführung das auf den Tank. Oder beziehungsweise jetzt bei mir auf mein Pet, wenn ich dann eben halt was angreife, geht die Aggression auf mein Pet über oder auf den Tank über. Und das findet jeder Tank eigentlich immer ganz praktisch, wenn man denn quasi ja ständig halt die mehr Aggression bekommt, dann muss der Tank nicht so krass in die Tasten reinkloppen. Er macht es wahrscheinlich sowieso, aber so behält er die Aggression der Gegner auf jeden Fall. Das ist ganz praktisch. Dann den einlullenden Schuss. Benutzt den auf jeden Fall immer dann, wenn ihr einen Wuteffekt runternehmen sollt oder müsst auch von dem Gegner. Das macht das Leben in der gesamten Gegnergruppe einfacher. Denn dieser einlullende Schuss bewirkt halt, dass der Wuteffekt entfernt wird. Die Gegner werden wieder kleiner oder sie leuchten nicht mehr rot. Das ist dann, wenn DBM euch anschreit, jetzt reinigen. Oder falls ihr kein DBM benutzt, wenn Gegner irgendwie rot werden und irgendwelche besonderen Animationen machen, dann könnt ihr damit mit diesem einlullenden Schuss könnt ihr den Wutzustand entfernen und sogar zusätzlich noch einen Magieeffekt, ist auch ganz praktisch. Kann man immer mit dabei haben. Unterbrecher, Gegenschuss oder ein Stun, also Gegenschuss, dann unterbrechen wir unser Ziel beim Zaubern. Das muss natürlich dann treffen, wenn der Gegner gerade am Casten ist, also am Zaubern, am Aktiven. Oder wir stunnen den Gegner für 4 Sekunden, knapp 5 Sekunden sind es. Und dann kann er natürlich auch nicht mehr casten. Dann sind wir eigentlich auch ganz gut mit unterwegs. Was könnt ihr noch mit reinnehmen? Ich habe das jetzt bei mir nicht mit in der Leiste drin. Das nehme ich immer nur im speziellen Fall mit rein, wenn ich weiß, wo es hingeht. Das ist das Leuchtfeuer. Das ist eine allgemeine Jägerfähigkeit. Das solltet ihr gelegentlich auch immer mal mit dabei haben. Am Mai des Siegers ist nicht ganz so wichtig, aber Leuchtfeuer, gerade wenn ihr Gegner aufdecken wollt, die verstohlen sind, da gibt es nämlich quasi auch einen Dungeon, Seuchensturz, da ist das nötig, dass man die Assassinen aufdeckt beim vorletzten Boss. Und dann könnt ihr die schnell aufdecken, müsst ihr nicht mal großartig für laufen. Und ja, das ist ganz knorke.
Ja, ich hoffe, die Rotation ist relativ gut rübergekommen, aber ich denke schon, ja, ab ins Dungeon, ne? Ja, was ist das Fazit zum Tierherrschaftsjäger? Der macht einfach riesig viel Spaß. Ihr könnt ganz locker flockig überall rumlaufen, habt immer einen Begleiter dabei, sogar einen zweiten Begleiter. Ihr habt gar keine Probleme eigentlich. Ihr könnt auch Elite-Quests relativ häufig auch alleine machen. Es ist eine solide, super solide Anfängerklasse. Es ist aber auch eine Klasse für Fortgeschrittene. Er ist leicht zu spielen, aber sehr, sehr schwer zu meistern. Und ihr habt, das ist einfach cool. Also der Tierherrschaftsjäger, spielt den Tierherrschaftsjäger, wenn ihr Bock habt, kann ich euch nur empfehlen. Probiert es damit mal aus. Wenn ihr damit eure ersten Schritte in WoW unternehmt, habt ihr es eigentlich auch echt easy. Teilweise geht es sogar schon fast zu schnell in den unteren Leveln, aber jetzt auch im Endgame ist man da mal ganz gut mit unterwegs. Also gebt ihm mal einen Try. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Guides. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was lernen. Ich hoffe, ich habe ein paar Unklarheiten beseitigt. Falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Guide. Visarius meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.